Hallo, mein Name ist Thor Alexander und wir zeigen euch, Mario und ich zeigen euch heute CoinGecko als Alternative zu CoinMarketCap und welche Möglichkeiten es da überhaupt alles so gibt. Mario, dann leg mal los. Genau, hallo Thor, der Mario hier. Hallo, also wir, wie Thor schon sagte, wir gucken uns heute CoinGecko an, gehostet in den USA. Das ist ein schönes Browser-Plugin, was mir der Thor vorhin gezeigt hat. Ist gut zu wissen, wo das ist, wegen der, wie sagst du, Thor? Wegen Datenschutzgründen, weil die Frage ist ja, wenn meine Daten auf dem Server oder wenn ich mit dem Server in den USA kommuniziere, dann weiß ich ja als zertifizierter Datenschutzberater, dass meine Daten da hundertprozentig nicht sicher sind. So ist es. Und dass amerikanische Drei-Buchstabendienste gerne auch noch mitgucken. Und wir leben ja im Informationszeitalter. Das heißt, umso mehr Daten man hat, umso mehr Informationen hat man über eine Person und kann sie umso besser einschätzen und gegebenenfalls auch steuern. Deswegen gerne VPNs benutzen, wenn man sich mit Kryptos beschäftigt. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Schaden genau. Nicht, aber es ist halt immer ein Aufwand. Aber vielleicht erklärst du mal kurz die Webadresse, unter der CoinGecko erreichbar ist, weil die ist ein bisschen klein genau. Bei dir im Browser. Das ist, das ist www.coingecko.com und man kann auch das /de hinten dran machen, aber es gibt hier oben gleich in der ersten Seite die Möglichkeit, eine andere Sprache einzustellen. Und da habe ich das schon auf Deutsch für uns gestellt. Wir können auch die Hauptwährung, mit der die Kurse, der, wo man dann dazu noch kommt, der Asset-Listen, klick mal drauf. Können wir auch noch die Währung umstellen. Also wir können, es verschwindet das hier alles. Aber wir sehen gerade, wir können Bitcoin, Ripple oder Ethereum oder EOS genau. Oder Chainlink zum, oder Polkadot uns alles anzeigen. Ja, lassen. Genau. Also als Grundwährung sozusagen. Aber wir sind ja in Europa, deswegen nehmen wir den Euro. So, und da wird uns das hier unten schon mal alles schön in Euro angezeigt. Wir haben dann hier noch eine Hilfe und das ist was für eingeloggte Nutzer. Wenn ihr das euch die Seite ausprobiert, guckt gerne mal hin. Da kann man kleine Token gewinnen, aber das zeige ich jetzt nicht extra. Man kann einen Account anlegen hier oben und mein Lieblingsfeature auf jeder Seite, einen Night Mode. Den stellen wir gleich mal um, da wird es schön dunkel. Ist angenehmer für die Augen. Genau. Springe ich als erstes mal in die wichtigsten Informationen, die es einem direkt erstmal zeigt. Es, bei CoinGecko werden 6.488 Kryptowährungen zurzeit gelistet, verteilt über 437 verschiedene Börsen. Damit sind natürlich dezentrale und auch zentrale Börsen gemeint. Und hier sehen wir auch die Gesamtmarktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes angezeigt mit 1,5 Milliarden Euro. Nee, das sind ja Nein, sogar Billionen Euro. Das sind 1,5 Billionen Euro. Das ist so eine große Zahl, die sehe ich so selten. Ja, es sind so viele Punkte und kleine Kommas da. Viele Punkte, genau. Und wenn ich korrigieren darf, Kryptowährung stimmt nicht, weil ja nicht alles Währungen sind, sondern Kryptoassets. Kryptoassets, genau. Warum eigentlich Assets? Also warum unter Assets fasse ich, Münzen und Token zusammen. Münzen, also eine Münze wird halt durch das Ökosystem selbst herausgegeben und wenn ich ein Token-Herausgeber bin, dann muss ich mich in einem fremden Ökosystem den Regeln unterwerfen. Und okay. Das heißt, die Leute, die über die Münzen entscheiden oder auch ja, die Münzen halt herausgeben, haben halt eine höhere Macht, weil die anderen, die Tokenbesitzer oder die Tokenherausgeber, wenn Ethereum beispielsweise die Regeln verändert, dann wird das automatisch in deren Ökosystem auch plötzlich anders. Und wenn du jetzt beispielsweise da Polkadot oder Tether hernimmst, das sind ja Token auf der Ethereum-Blockchain, wenn du kein Ether hast in deiner Wallet, dann kannst du die Token recht schwierig bis gar nicht bewegen. Ja. Das Problem ist zwar bekannt bei Ethereum, wird irgendwann vielleicht auch mal gelöst. Es gibt andere, Blockchain-Ökosysteme, da kannst du auch mit den Token die Transaktionsgebühren bezahlen, aber bei Ethereum ist es halt noch nicht so.
Und deswegen unterscheide ich strikt zwischen Token und Münze. Und eine Münze ist meistens auch ein Geld. Das heißt, da habe ich nicht irgendwie ein Recht oder irgendein Produkt oder ein Asset dahinter. Wie später, wo wir noch, da kommen wir ja noch zu also nicht fungiblen Token, NFTs. Da habe ich ja auch wieder ganz andere Sachen. Und das ist kein Geld. Das sind vielleicht Werte, die ich gegeneinander tauschen kann. Aber Geld ist ja ein universelles Tauschmittel. Okay, genau. Danke da. Das muss ich mir nochmal noch merken. Super. Neben der Marktkapitalisierung haben wir dann aber auch das 24-Stunden-Handelsvolumen aller Kryptos über diese 437 Börsen und das waren 152 Milliarden Euro. Das sind alles Zahlen für diejenigen, die sich interessieren. Aber hier kommt noch was ganz Wichtiges. Die Bitcoin-Dominanz an dieser Gesamtmarktkapitalisierung trägt zurzeit 59%. Die Ethereum-Dominanz sind wir bei 12%. Und dann zeigt uns die Seite auch noch die Transaktionsgebühren für Ethereum zurzeit an. Das sind wir bei 281 GY. Kommt von Etherscan die Daten. Ist wieder ganz schön hoch, aber es ist, wie du es schon sagst, es ist was im Hintergrund wird gearbeitet daran, dass sich das senkt. Genau. Was ich als Bitcoiner vermisse, sind die Transaktionsgebühren bei Bitcoin. Das verstehe ich auch nicht, warum die hier nicht sind. Wahrscheinlich, weil einfach gerade alle heiß auf DeFi und Ethereum sind. Vermutlich, ja. Und da gibt es ja auch noch so ein paar, die dann auch so einen Podcast aufgesetzt haben, der sich DeFi.jetzt nennt. Aber lassen wir es mal. Machen wir mal weiter. Genau. Sind wir schon in der von Tor genannten Asset-Liste? Hier sehen wir erstmal, wenn man auf die Seite CoinGecko kommt, zuerst geben sie einem erstmal die 100 besten Kryptowährungen sortiert nach der Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, die kennen manche wahrscheinlich schon, ist in etwa wie bei Aktien die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token multipliziert mit dem derzeitigen Kurs ergibt die Marktkapitalisierung des jeweiligen Krypto-Assets. Da sehen wir hier Bitcoin. Gucken wir mal ganz kurz in den Bitcoin rein, um zu gucken, weil ich gerade weiß gerade nicht, Tor, weißt du gerade, wie viele Bitcoin im Umlauf sind? Nee, aber ich glaube irgendwie 18 Millionen oder so. Guck mal, da gucken wir doch mal. Wir gehen mal hier auf den Bitcoin drauf und da Vielleicht kommen wir auf sollten die. wir, vielleicht sollten wir noch sagen, heute haben wir den 17. März 2021. Genau, als kleinen Snapshot für den Preis. Wir sind bei 48.000 Euro für den Bitcoin. CoinGecko benutzt hier ein gewichtetes Mittel aus allen Börsen, die Bitcoin handeln und da der Preis und das verteilt über das Trading-Volumen wird gemittelt dann der Preis angegeben. Wenn man den echten Preis wissen möchte auf der jeweiligen Börse, geht man auf die Börse und findet dort dann den Preis, der für den Bitcoin verlangt wird. Da die Seite auch immer gegen Bitcoin den Preis angibt, ist natürlich ein Bitcoin wert. Das ist gut zu wissen. Wir sind aber hierher gekommen, um erstmal zu gucken, wie viele befinden sich denn gerade im Umlauf, wie viele Bitcoin, damit wir auf die Marktkapitalisierung nochmal kommen. Wir haben also gerade 18,6 Millionen Bitcoin im Umlauf. 18.656.606. Hier nochmal, das ist der geschätzte Umlauf und hier das beziehen die von blockchain.info. Okay, ich gehe da jetzt nicht drauf, weil wir wollen, es geht ja um CoinGecko bei uns. Wir haben hier also nochmal die Coin-Seite selber. Bitcoin ist ja ein Coin, wenn ich mir das jetzt vorhin richtig gemerkt habe, denn Bitcoin hat seine eigene Blockchain. Richtig, Ist nicht ja. nur ein Token. Sehr gut, sehr gut. Optimal. Hier kann man angeben, dass mir Bitcoin gefällt. Ich habe mir vorhin einen Account angelegt. Ich habe ja vorhin erzählt, hier oben im oberen Tab kann man sich einen Account anlegen. Und natürlich, mir gefällt Bitcoin. Aber dann muss ich es gleich in mein Portfolio. Und das kommen wir ja erst noch dahin. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Wir können hier sehen wir die Website. Wir sehen Marktkapitalisierung Rang 1. Wir haben noch die einzelnen Blockchain Explorer für Bitcoin. Da, wenn man Blockseiten wissen will, wenn man sich verschiedene Adressen angucken möchte, kommt man hier mit den Explorern sehr gut zurecht. Wenn man sich fragt, wo kann man denn eigentlich seine Bitcoins nicht storen, sondern lagern zum Beispiel, da gibt es hier noch Wallet-Anwendungen. Hier stellen Sie natürlich direkt wieder Ledger, Trezor und die Electrum Wallet vor. Der Tor hat da noch ein schönes Buch drüber geschrieben, über Hardware-Wallets und über Wallets generell. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Firmen. Aber
da guckt da einfach mal in das Buch. Ja, und was ich natürlich immer sagen muss, Ledger ist halt der Wallet-Anbieter mit dem besten Marketing. Deswegen stehen die ja hier auch als Deswegen erstes. stehen da als Erste da, aber mit der schlechtesten Wallet. So ist das. So ist das. Aber vielleicht sollte Es man noch sagen, für die da nicht wissen, was ein Explorer ist, jetzt in dem Fall, die Bitcoin-Explorer sind quasi Blockchain-Browser. Das heißt, man kann sich da Transaktionen oder auch Adressen angucken in der Bitcoin-Blockchain, welche Transaktionen sind da hingegangen, weggegangen und welche Adressen wurden mal zeitweise benutzt oder werden noch benutzt. Aber das Aber ist, denke ich mal, ein eigenes Video. Und Electrum ist eine Software-Wallet, während Ledger und Trezor Hardware-Wallet-Anbieter sind. Und die Electrum-Wallet ist halt sehr flexibel. Mit der kann man fast alle Möglichkeiten, wie man Bitcoin-Transaktionen machen kann, händisch oder Software unterstützt machen. Das nochmal so am Rande. GitHub, kannst du was dazu sagen? genau, das ist der Quellcode. Also das ist im Prinzip, da hier liegt Bitcoin dahinter. Hier liegt der Bitcoin-Quellcode, der von entwickelt, wenn jemand Lust hat, an Bitcoin mit zu programmieren, dann sollte er schon programmieren können. Dann kennt er GitHub ganz bestimmt. Da kann man auf GitHub gehen und sich den Quellcode von Bitcoin angucken und gerne auch mit daran arbeiten, Und ich wenn man sehe, unten das kann man möchte auch und kann. umrechnen, BTC in Euro. Genau. Hier, das ist halt, es Gib nimmt mal dann den 1000 hier Euro oben ein, Kurs. Wenn ich wie jetzt viel fraktale 1.000 € habe, Bitcoins. genau, da kann ich 0,0208 Bitcoin mir kaufen zurzeit dafür. Mal, wie gesagt, 17.3. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber hier gehen wir weiter. Wird dann hier ziemlich technisch hier weiter unten. Man hat eine Übersicht mit den Graphen. Man sieht, was die Leute, dann braucht man auch wieder einen Account. Hier drücke ich jetzt aber, was denkst du heute über Bitcoin? Ich finde auch heute Bitcoin gut. Stimme ich gleich mal ab. Hat man hier eine Übersicht über generell, was ist Bitcoin, was ist der Preis nochmal? Der Allzeithöchstwert sind 51.000. Wir haben Allzeittief. Na, das stimmt aber nicht so ganz. Das Allzeittief war immerhin noch ein bisschen tiefer als 51. Aber hier fing das Tracking von CoinGecko anscheinend erst an. Die Seite gibt es seit 2014, zumindest offiziell. Wir haben Ja, da hier so ein unten bisschen. steht 6. Juli 2013. Sauer, 6. Juli 2013. Bitcoin gibt es ja aber schon seit 2009. Seit Und wo 2010. war das Allzeittief von Bitcoin, Mario? Hier das Allzeittief von Bitcoin war ganz am Anfang, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich. Und wo lag das? Tja, wann ist er denn gekrönt? Wann war denn? Da müsste ich jetzt könnte man jetzt zu GitHub gucken und gucken, wann der erste Nee, ist ja ganz Eintrag klar. Der ist. Bitcoin ist als ein neues Geld oder neue Währung oder ein neues Asset in die Welt gekommen und am Anfang hat es einen Preis von null gehabt. Ah ja, gut, das meint. Ich wusste aber, dass da. Ich dachte, du weißt jetzt das genaue Datum, wann das so war. Ja, doch, am 3. Januar gab es den Genesis-Block und dann, glaube ich, 8. oder 9. Januar ist die Mining-Software von diesem ominösen Satoshi Nakamoto veröffentlicht worden Ja. und dann konnte man halt sich am Mining beteiligen. Und die erste Preisvorstellung war ja irgendwann im Mai, 22. Mai oder irgendwie sowas, nennt sich auch Pizza Day, wo Ach, das war das. einer 10.000 Bitcoin gegen zwei Pizzen getauscht hat. Das Guck war mal doch mal, quasi die erste. 10.000 Bitcoin. Ja. Ach, das sind 1, 2, 3, 1, 2, 3. 48 Millionen Euro. Ne, sogar 480 Millionen Euro. Ja, stimmt, 480 Eine Millionen halbe Euro dann. Milliarde für zwei Pizzen. Ja, Läuft da muss doch. aber schon ganz schön Hunger gehabt haben, ne? Der konnte es sich nicht ausmalen wahrscheinlich, dass wir irgendwann mal solche großen Zahlen sehen. Aber es war halt die erste Preisfeststellung von Bitcoin, weil Bitcoin gegen was getauscht wurde, was einen Wert hatte. Ja. Aber jetzt schweifen wir schon wieder viel zu sehr an die Bitcoin-Geschichte ab. Wir sind ja hier, um uns noch mal ein bisschen wenigstens CoinGecko anzugucken. Wir haben also hier eher für die Leute, die wirklich das versuchen zu traden oder nochmal die historischen Daten zu sehen, haben wir hier den Preisgrafen. Wir können den hier jeweils auf unser Belieben umstellen. Wir haben auch Mach mal Social Media langsam, Grafen. sonst wird mir hier Okay. schwindlig, Mario.
Ja, okay. Wir haben auch Social Media Graphen. Also das sind einfach Statistiken über Bitcoin und die gibt es auch zu jedem anderen Coin. Also wenn jemand von seinem Lieblingscoin hier mal ein paar Statistiken sehen möchte, hier haben wir sozusagen Social Media. Wir haben also anscheinend in dem Reddit von Bitcoin, also reddit.com/r/bitcoin, 2,5 Millionen Subscriber, Abonnenten. Wir haben, ja, das sieht ja jetzt dann jeder. Man kann hier die Telegram-User zeigt es nicht an, aber das sind auf jeden Fall Social Media Statistiken. Wir sehen, können hier anscheinend uns angucken, wie viele Entwickler es gibt. Das würde mich noch interessieren. Wie viele Entwickler gibt es denn? Da würde ich mal denken, da, genau, das holt es von Bitcoin. Wir haben also am Bitcoin-Quellcode 721 Mitwirkende. Das klingt schon ganz gut. Aber ich kann nicht programmieren, deswegen kann ich das nicht ganz beurteilen. Auf jeden Fall trägt das, wird es von vielen Schultern getragen, das Projekt. Genau. Würde ich hier noch ganz kurz zu den Märkten gehen, denn wenn jetzt Leute das wirklich kaufen wollen, empfehle ich, würde ich das über diesen Weg hier empfehlen. Dann geht man auf das Markt, auf die Märkte. Und hier wird von CoinGecko sozusagen zusammengetragen, alle Börsen, die Bitcoin verkaufen, jeweils aufgelistet gegen das Währungspaar, mit dem man das dort kaufen kann. Man kriegt hier die Kurse angezeigt, die gerade auf den Börsen, da sieht man hier wieder, es ist über jede Börse ein anderer Preis. Da müssen erst Arbitrageure kommen, um den Preis ordentlich zu ziehen. Wir sehen hier dann noch, die eigentlich nur für Trader wichtige Angaben in meinen Augen. Wir sehen Stundenvolumen. Und wenn man jetzt sich entscheiden möchte oder entschieden hat, vielleicht Bitcoin zu kaufen, dann klickt man am besten gleich bei seiner eigenen Lieblingsbörse auf das Tradingpaar und wird dann auch direkt zu der Börse geleitet und kann das dort kaufen. Wenn man das unbedingt möchte, macht man das. Ich Ich meine, für empfehle hier niemandem Bitcoin, irgendwas. ist das jetzt unspannend, aber wenn man einen Token hat, der neu ist, dann ist das natürlich schon wirklich hilfreich, weil man dann sieht, an welchen Börsen der gelistet ist. Genau. Und in der Anfangszeit, ich glaube 2019 war es, zu dem ICO-Hype oder ITO-Hype, wollte ich halt auch einige Token kaufen und bin dann halt auch auf so eine Asset-Listen gegangen, um zu schauen, an welchen Börsen der gehandelt wird und musste mich dann bei einigen auch neu registrieren, weil ich da halt noch nicht registriert war. Es kann nicht schaden, sich bei, wenn man das wirklich sich entscheidet, ab heute mache ich Bitcoin mit oder ab heute mache ich generell, beschäftige ich mit Kryptowährung oder Kryptoassets, sagen wir es so, kann es nicht schaden, bei ein paar Börsen sich anzumelden. Ich habe es erlebt 2017, da war der Ansturm im Dezember so groß auf die Börsen, dass die Registrierung geschlossen haben und da wurden Accounts für mehrere 100 bis 1000 Euro verkauft. Also nicht bis zum Schluss warten, wenn man mitmachen möchte. Richtig. Wobei muss man auch sagen, bei Bitcoin sind nicht alle Börsen hier registriert. Also Bitcoin.de zum Beispiel als älteste deutsche Kryptobörse habe ich hier noch nicht gefunden. Und es gibt Ja. sicherlich auch die eine oder andere Lokale, die hier nicht Ja. Daten hinliefert. Aber wenn man natürlich von Bitcoin in andere Token rein will oder von Ethereum, dann ist es schon durchaus sinnvoll, sich bei einigen anderen Börsen auch zu registrieren. Genau. Da ist noch Dann was würde ich mit noch. Perpetuals. Was ist das? Ach, das sind gerne wieder Finanzprodukte. Also das sind dann Okay. Perpetual Swaps und Futures. Das sind die Preise der jeweiligen, die bilden ja nur synthetisch den Preis von Und Bitcoin was ist ab. da Affiliate-Offenlegung? Tja. Klick mal drauf. Klicke ich mal drauf. Da gehe ich in das andere Tab hier. Das hat nicht funktioniert. Ich mache mal Affiliate-Offenlegung. Aha, CoinGecko unterstützen. Aha. Aha, wir haben also hier, das sind Affiliate-Links anscheinend. Aha, man unterstützt also dann durch den Klick hier auf das Trading-Paar anscheinend auch CoinGecko. Das Gut, heißt, gut wenn zu man sich wissen. dort anmeldet, kriegt CoinGecko ein Geld und über dieses Geld kann der Dienst finanziert werden. Genau, damit er dezentral bleibt und bleiben kann. Das ist ganz wichtig. Kann man sich mal Ja, wie für das kommst du jetzt nächste Video darauf, merken. dass CoinGecko dezentral ist? Es ist in meinen Augen dezentraler als zum Beispiel der Marktführer derzeit CoinMarketCap. Der wurde ja von Binance gekauft und das ist in meinen Augen nicht mehr dezentral. Es wird von einer Firma im Besitz, die ihre eigenen Interessen am Markt mitverfolgt und das ist in meinen Augen nicht ganz dezentral.
Wenn die das Geld, also wessen Essen ich, wie war der Spruch, dessen Gedicht ich sag oder so. Also die werden für Binance bezahlt, also gehe ich auch davon aus, dass die Binance gegenüber positiver aufgestellt sind. Wessen Geld ich bekomme, dessen Lied ich singe oder irgendwie so. Naja, Irgendwie wie auch so in die Richtung, genau. Das immer. denke ich, deswegen dieser kleine Seitenhieb gegen CoinMarketCap. Deswegen, das war auch der Grund, warum ich mich irgendwann letztes Jahr für CoinGecko entschieden habe. Ich erinnere mich, ich habe mit CoinMarketCap mal angefangen, da machen wir auch noch ein Video dazu. Aber mittlerweile CoinGecko das Go-To-Portal für mich, wenn ich mich über Preise informieren möchte. Ja, weil es wahrscheinlich, also dezentral ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck. Vielleicht ist es besser, dass es nicht einer Marktgröße gehört, sondern dass es halt von Leuten geführt wird, die sonst nichts anderes machen außer CoinGecko. Ja, Und vielleicht, dass die das Nutzer da auch ein bisschen mehr mitzureden haben, oder? Kann das auch sein? wäre natürlich interessant zu wissen, ob CoinGecko da in Zukunft vielleicht was in die Richtung plant, was vielleicht eine DAO oder so, um wirklich Na, dann machen dezentral wir zu werden. weiter. Guck Aber mal, ich mache mal lass lieber uns mal weiter. bei Ich gucke mir mal Ethereum reingucken. diesen. Ach hier, Bitcoin-Halving, ja. Das hier würde ich noch den Bitcoin-Halving-Counter, und das machen sie, ist noch ein kleines Widget, was sie hier anbieten. Wir haben also noch 1145 Tage ungefähr bis zum Bitcoin-Halving. Dann gibt es nur noch 3,125 Bitcoins pro Block. Erklär mal für die Neulinge, was Bitcoin-Halving bedeutet. Na, das ist sozusagen die Bitcoin-Halbierung. Wir haben ja in dem Quellcode von Bitcoin, das kannst du vielleicht aber besser sagen, mit wie vielen Bitcoin, also man, es fing an mit einer bestimmten Menge Ja, an Bitcoin. die Bitcoins werden nicht halbiert, sondern die Menge der auszuschüttenden, der neu in die Welt kommenden Bitcoins, die wird halbiert. Das heißt, jeder Miner darf sich in einem Block eine bestimmte Anzahl an Bitcoin maximal gutschreiben. Er kann sich auch weniger gutschreiben, aber darf nicht über diese Menge hinausgehen. Und aktuell liegt diese Menge bei 12,5 Bitcoin. 6,25. Wir hatten ja Ah, letztens das stimmt, Halving ja. erst. Entschuldigung, genau. 6,25 haben wir aktuell. Also am Anfang waren es 50, dann waren es 25. Dann letztes Jahr ist von 12 auf 6,25, also 12,5 auf 6,25 gefallen. Und die nächste Halbierung haben wir jetzt in knapp 3 Jahren. Am Und 6. Mai 2024. ja, nach heutiger Nach Rechnung kann sich heutiger, aber ja, genau. verschieben. Genau, weil es ja abhängig ist, nicht von Tagen, sondern von der Anzahl an Blöcken. Denn wir sind gerade die Blockgeschwindigkeit bei Bitcoin ändert sich ja je nachdem, wie viele daran teilnehmen. Richtig, ja, es wird Und halt versucht, die auf 10 Minuten zu halten und ich habe die mal ein bisschen verfolgt, die letzten Halvings und das war halt, ja, nicht ganz immer 4 Jahre. Also bis zum okay. ersten Halving hat es ein bisschen länger gedauert, weil die am Anfang ein bisschen langsam gemeint haben, aber mit zunehmender Zeit vergeht halt die Zeit schneller. Genau. Da gehen wir nochmal, wie du sagst, ich gehe nochmal zurück hier und gehe nochmal nach oben. Wir hatten also den Bitcoin. Wir gucken ganz kurz nur nochmal zu Ethereum. Ich gehe mal hier rüber. Über den Knopf kommt man immer wieder zur Startseite zurück. Immer schön auf den kleinen Gecko drücken. Wir gucken nochmal ganz kurz zu Ethereum rein. Hier sehen wir also, hier zeigt es uns schon mal, es gibt also bald ein Upgrade bei Ethereum. Es wird mit Block 12.244.000 erwartet am 14. April 2021, wird es sozusagen das Berlin-Upgrade geben. Aber das jetzt nur nebenbei. Das hat seine ganz eigenen Updates, die es mitbringt. Für Ethereum-Besitzer, die nur Ethereum in ihrer Wallet oder auf ihrer Börse haben, wird es nichts zu tun geben. Da müssen sich nur die Leute, die Miner und die Ethereum-Node-Betreiber, die müssen sich kümmern. Für Ethereum-Halter ist nur interessant zu wissen. Und wird dann auch schon wieder zu technisch für hier. Genau, aber wie wir sehen, der Aufbau bleibt gleich. Egal, ob das jetzt Ethereum oder Bitcoin ist, wir haben weiterhin unseren Preis hier oben. Wir haben weiterhin im Anzahl befindliche und maximal jemals im Anzahl befindliche. Hier wird auffallen, Bitcoin gibt es maximal 21 Millionen Stück. Bei Ethereum haben wir keinen Höchststand.
Also es kann unendlich viele Ethereums geben oder Ether geben, nicht Ethereums. Und zurzeit gibt es, das weißt ist halt so, das ist im Quellcode so vorgegeben. Warum genau, weiß ich nicht. Das ist halt so im Smart Contract von Ethereum hinterlegt. Im Smart Contract, nicht im Quellcode. Grund im Quellcode, ist, weil Ethereum eine andere Geldmengenpolitik verfolgt als Bitcoin, sondern bei Ethereum ist es so, dass bei jedem Block eine konstante Menge ungefähr von Bitcoin in die Welt kommt. Von Ethereum. So, und bei Bitcoin hat der Satoshi Nakamoto, also zumindest derjenige, der hinter diesem Pseudonym steckt, hat sich halt überlegt, wie kann man ein hartes Geld produzieren, und das kann man halt machen, indem man die Menge sukzessive reduziert. Und jede Kryptowährung hat andere Geldmengenerweiterungspolitik, die aber festgeschrieben im Code ist. Da wird es übrigens nach dem Berlin-Update wird es das London-Update geben. Das wird Mitte des Jahres, im Juni, Juli, habe ich vorhin erst im Podcast zugehört, erwartet. Da wird es eine Änderung dieser Ausschüttungsmenge, beziehungsweise nicht der Ausschüttungsmenge, aber mit dem London-Upgrade soll es bei jeder Transaktion zum Verbrennen von Ethereum kommen. Also damit ändert sich also dieses ganze Modell wieder. Es wird also bei jeder, sobald Ethereum benutzt wird und hin und her geschickt wird, wird ein gewisser Satz für immer aus dem Verkehr genommen. Aber das, vielleicht reden wir da andermal nochmal drüber. Das nennt sich EIP 1559, wer das googeln möchte und nachlesen möchte. Können wir ja, das denke ich mal, können wir mal einen eigenen Podcast machen, warum Bitcoin auch so ein hartes Geld ist und auch momentan die Härte von Gold hat und in 3 Jahren aber noch härter als Gold ist. Ich denke mal, das würde sich dann für einen eigenen Podcast auch mal anbieten. Gib mal unten 1.000 Euro rein. Wie viel Ether kriege ich? Ich denke mal 0,6, wenn jetzt mein Kopf rechnet. 0,65, genau. Genau. Also ungefähr 2/3 Ether für 1.000 Euro. Wir können... Gehen wir weiter nach unten. Genau, haben wir hier das Gleiche wieder. Wieder Übersicht über die Märkte, wieder Social Media. 24% sind dagegen. Vorhin war bei Bitcoin waren es 24, jetzt sind es 23, ist ja komisch. Aber wo hast du das? In den roten Balken, da. Ach so. Was denkst du heute über Ethereum? Ich finde auch heute Ethereum gut. Ich finde Ethereum und Bitcoin gut. Na, wer hätte ich gehe jetzt aber gedacht, nicht in alle Mario. Token, die ich nicht gut finde. Da gibt es so 2, 3, 4. Es gibt so 2, 3, 4 Token, aber da gehe ich jetzt nicht in der Show und drücke auf den Daumen runter. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal raus, gehen wir auf den Token. Also jetzt Polkadot war ja als Token noch recht weit hier. Vorne. Genau. Oder machen wir den Uniswap-Token lieber. Der ist wirklich ein Token nur auf der Ethereum-Blockchain, soweit ich weiß. Gucken wir uns den Uniswap-Token an, wirklich. Haben wir hier Uniswap, haben wir ja in dem dritten Podcast von dir in DeFi 301 drüber gesprochen. Uniswap, eine dezentrale Börse auf der Ethereum-Blockchain. Hier sehen wir also, es ist ein Token, genau, wie du schon sagst, Thor. Da hat CoinGecko aufgepasst. Es ist aber hier auch noch, hat verschiedene sozusagen Tags gekriegt von CoinGecko, und das können die Entwickler von Uniswap, haben das anscheinend in Auftrag gegeben. Es ist ein dezentralisierter Börsentoken. Man kann damit Yield Farming betreiben, haben wir auch schon erzählt im Podcast. Es ist aber auch ein Governance Token, also ein Politik Token sozusagen, mit dem man über das Uniswap Protokoll abstimmen kann. Und ganz wichtig hier, das ist das, wenn man vorhat, auf einer dezentralen Börse zu traden, sollte man sich immer den Smart Contract des Tokens auch wirklich abkopieren. Oder, da gehe ich jetzt nochmal weiter nach unten, das mit den Märkten. Ja, warte mal, klick mal auf den Token, können wir da den Code gucken? Klick mal auf die Kontraktnummer hinter Ethereum, Kann ich da draufklicken? Da können wir, siehst du, es gibt das doch auf verschiedenen, hier sieht man noch den Kontrakt für Ethereum, und wenn wir hier drauf gehen, sehen wir, es gibt das also auch auf XDAI, auf der Binance Smart Chain, auf der Polygon Smart Chain und auf dem Huobi Eco Chain Mainnet. Aber hier habe ich noch nie drauf geklickt, wusste ich gar nicht. Da müssen wir mal gucken, da müssen wir uns jetzt den sozusagen im Explorer, würde ich sagen. Nee, du hast da so ein Doppel zum Kopieren. Ja, das ist zum Kopieren, genau. Ja, aber da würde ich jetzt auch nur zu Etherscan gehen. Und ich gehe jetzt hier auf Etherscan ganz kurz nur. Ne? Ja. Kann ich hier auf Etherscan gehen und kann mir den Uniswap-Token angucken. Gib dir mal dort ein. Wie meinst du? Nee, das ist ja, ich bin jetzt direkt.
Ich Ach, schon bin verlinkt. über, genau, ist schon verlinkt, das ist das Schöne. Also es verlinkt einem schon dann direkt auf den Uniswap-Token und ich kann auch hier unter Contract auch direkt in den Smart Contract von Uniswap reingucken. Wer sich dafür interessiert, guckt gerne mal rein. Geh noch mal Wir kurz machen auf es jetzt hier nicht. Transfers, Ja. genau da, weil wir hatten ja die Diskussion in einem unserer zweiten oder dritten Podcasts, war es glaube, oder beim ersten, hatte ich ja gesagt, dass man, um einen Token zu transferieren, nicht unbedingt einen Smart Contract braucht. Ja. Und du hattest dann, glaube ich, korrigiert, bei Ethereum braucht man das. Ich weiß aber, dass man bei Wave ist auch eine Blockchain oder bei NEM ist eine asiatische Blockchain, New Economy Movement, dass man dort keinen Smart Contract braucht, um Token zu bewegen. Aber bei Ethereum ist es so. Und dadurch, dass man bei dem Transfer von einem Token auf der Ethereum-Blockchain immer über den Smart Contract gehen muss, hat man hier natürlich auch die Möglichkeit, dass man die ganzen Transaktionen mitverfolgen kann. Ja, genau. Wir sehen jede Transaktion eines Uni-Tokens, jeweils den Transaktionshash, von wo kommt es, wohin geht es und wie viele Uni-Token wurden verschickt. Aber zurück Zurück zu zu CoinGecko. CoinGecko. Genau, ich mache die Seite hier wieder zu und wir sind wieder hier. Und auch hier haben wir die historischen Daten, wir haben die Märkte, wir haben wieder Social Media. Geh mal auf die Märkte. Die Märkte gehen wir, genau. Und hier sehen wir alle Märkte, auf denen Uni-Tokens verkauft werden. Und wenn man jetzt aber nochmal einen anderen Token hat, zum Beispiel einen ganz neuen, der noch nicht auf so vielen ordentlichen zentralen Börsen getradet ist und man möchte den auf einer dezentralen Börse traden, dann empfehle ich für den Einstieg, damit man nicht von Scammern und von Betrügern um sein Geld betrogen wird, sollte man am besten über dieses Tab Märkte bei CoinGecko erstmal den, also erstmal den Token bei CoinGecko suchen und dann über den Tab Märkte am besten hier draufklicken. Dann wird man direkt zu Uniswap verlinkt und es wird auch direkt der Smart Contract des Tokens eingegeben, den man auch wirklich traden will, weil es kann auch andere Uni-Tokens geben mit diesem UNI-Ticker. Die sind aber nicht der echte Uniswap-Token. Der Ethereum-Blockchain ist das egal. Man kann unendlich viele Token mit diesem Namen erstellen. Also aufpassen, nicht betrügen lassen. Da sind so viele Leute draußen, die euer Geld klauen wollen. Immer hier drüber gehen am besten, empfehle ich Gehen wir es. nach unten, weil wir haben ja noch den Sergei auf unserer Liste, der jetzt das ein bisschen verschieben musste. Ja. Und haben wir da irgendwo 1 Inch? Ich guck mal. Ich Such muss mal mal ein bisschen vielleicht. schneller. Steuerung F. One Inch zeigt es mir leider nicht an. Nee. Aha, naja, dann hat er Sergei Interessant. noch ein bisschen ein paar Baustellen. Da hat er noch eine Baustelle auf jeden Fall. Aber es kann ja sein, dass die hier, das ist bestimmt so ein CoinGecko-Ding. Müssen wir dann mal bei CoinMarketCap gucken. Aber genug jetzt erstmal zu der Asset-Liste und genug zu den einzelnen Token. Wir haben hier oben ja noch ganz viele Reiter, die wir durchgucken müssen. Ihr könnt natürlich euch das hier alles sortieren, wie ihr wollt. Spielt einfach mal ein bisschen mit der Seite Aber rum, vielleicht geh mal, und klickt mal ein auf bisschen rum. höchsten Kurs, weil ich habe letztens mal gesehen, das Hier teuerste meinst du, war oder was? nicht Allzeithöchstwert? Bitcoin. Nee, nee, Nee. in der Überschrift, Zeile tiefer. Ach, hier. Da, ja. Das ist jetzt erstmal der kleinste Ja, Kurs. andersrum. Warte mal. Dann muss man nach oben scrollen. Du hast jetzt. Nee, nee, ich bin schon irgendwie schon richtig. Aber warum Markt, Kurs? Ha. Der FRAP Bitcoin haben wir da. Bitcoin selber ist billiger als der FRAP Bitcoin, oder? 48.400, Interessant. 48.454, also irgendwie. Das sind ja alles synthetische Bitcoins. Aber komisch, dass es uns hier oben Ethereum und Maker drüber macht. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Der hier, der Yearn Finance Token, der war letztes Jahr eine Weile lang teurer als Bitcoin. Der war, glaube ich, 1,2 Bitcoin wert in seiner Höchstzeit. Also da ist Ja. wahrscheinlich ein Fehler bei denen in der Kursliste drin, wie ich so sehe. Ja, hier ist irgendwie ein Fehler, genau. Oder die mögen Ethereum und Maker so sehr, dass sie die immer nach oben stellen. Na gut, dann machen wir weiter und zwar zu den Genau. Märkten und den Börsen. Genau. Was Wir der haben Unterschied zwischen natürlich, Märkte und Börse?
Du fragst mich immer gute Fragen, du. Da soll ich es erklären, wenn du es nicht weißt. Gerne, gerne, gerne. Ich bin ja auch hier, was zu lernen noch. Ja gut, ich meine, ich muss ja auch ab und zu dich was fragen, weil sonst ist das ja hier immer ein Monolog. So, also eine Börse ist quasi, ja, wie soll ich sagen, wie ein, sind viele Marktplätze unter einem Dach. Das heißt, stell dir vor, irgendein Kaufhaus, wie zum Beispiel Kaufhof, und im Kaufhof gab es halt viele kleine Geschäfte. Das haben wir als Käufer nicht so mitgekriegt, aber diese Geschäfte, die es da drinnen gab, waren eigenständig und hatten halt ein Dach, ein Kaufhaus. Also wenn du in Osteuropa öfters mal oder auch in Afrika in so Kaufhäuser reingehst, dann hast du viele kleine Verkäufer da drinnen. Und ein Markt ist in der Regel ein Währungspaar, also Bitcoin gegen Ethereum, Ethereum gegen DAI. Das sind halt zwei Märkte. Also auf einem Markt kann ich halt nur zwei Währungen handeln und auf einer Börse kann ich halt viele Währungen gegeneinander handeln. Ja, okay. So, und das Okay. ist der Unterschied zwischen Börse und Markt. Und dieses wird Ja. eigentlich bei allen Token-Listungsplattformen oder bei allen Asset-Listungsplattformen so unterschieden und verwendet. Okay. Das ist hier sozusagen, wir haben hier die Märkte, das ist der Markt aller Kryptowährungen. Und ich sag mal, wenn wir jetzt hier mal auf Marktkapitalisierung draufgehen, wird es uns einfach wieder alle Kryptowährungen anzeigen, wieder sortiert nach der Marktkapitalisierung. Aber die Liste haben wir ja im Prinzip vorne schon. Das ist ja die Liste der 100 besten, sortiert nach Marktkapitalisierung. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal an Token mit großer Bewegung oder Assets mit großer Bewegung. Okay, haben wir hier sozusagen die Top-Gewinner und die Top-Verlierer auch nochmal schön sortiert. Leute fangen jetzt immer an also wie ich das mitbekommen habe, kaufen die meisten immer erst Sachen, wenn sie schon stark gestiegen sind. Verstehe ich immer nicht, aber für die wäre diese Liste interessant. Also in hochgestiegene Sachen schon einsteigen. Jeder macht das, wie er Da denkt. hat ja jemand einen sehr kreativen Tokennamen verwendet, ERC20. Der ERC20-Token, ja. Ach, hier tummelt sich immer so viel Betrug. Ich habe noch nichts davon hier gehört. Welchen habe ich denn schon mal gehört? Zcat, nee, das Ludos-Protokoll. Ja, ich Ach, würde mal das sagen, ist alles nix, weil Quatsch. das alles Valhalla-Assets sind. Das Ja. heißt, entweder kriegen die irgendwann mal einen Wert oder die haben jetzt hier gerade ihre beste Zeit, indem sie auf der Liste Ja. auftauchen. Ja. Ich denke, da sind viele Token, die es nur auf dezentralen Börsen gibt. Die gerade hier, also sind viele Token sozusagen auf der Ethereum oder Binance Smart Chain oder auf welche Chains halt alle noch DeFi machen, die ja ganz heiß sind und von ihren Communities gehypt werden. Am Ende ist meistens nicht viel dahinter oder es sind irgendwelche Leute, die halt Fake-Token aufgesetzt haben. Heißt jetzt nicht, dass Dandy Dego nicht ein guter Token ist. Also ich will niemandem zu nahe treten. Ich kenn den nur noch nicht. Ja gut, machen wir weiter. Also bei den Genau. Märkten ist jetzt nicht Das sind halt so verschiedene prickelnd, Kategorien, ja. genau. Und Wir was haben haben aber wir bei auch Börsen? bei Börsen haben wir, hier steht Kassakurs, hier, die meine eigentlich, das ist eine falsche Übersetzung. Hier geht es zentrale Börsen, dezentrale Börsen und derivate Börsen. Wir gehen mal ganz kurz eine Auflistung aller zentralen Börsen. Dann zeigt es uns die hier an, sozusagen. Wir sehen also nach Euro wieder, ja, die Top-Rangliste der Kryptogeldbörsen nach Vertrauenskurs. Und der Vertrauenskurs, das berechnet CoinGecko auf seine ganz eigene Art und Weise. Das kann man auch kann man gerne mit verlinken, wahrscheinlich unter dem Video. Das ist eine Berechnung aus Volumen und ob da Bots mittraden und ob es da schon negative Nutzererfahrungen gab. Zumindest empfehle ich, bei den Top-Börsen immer nur zu handeln, weil das Geld ist schnell weg. Wie ich schon sagte, die Betrüger lauern auf allen Seiten. Hier sehen wir also Binance auf Platz 1, da ist hier sortiert nach Volumen und Vertrauensscore sozusagen. Also wir haben das 24-Stunden-Volumen und den höchsten Vertrauensscore bei Binance. Damit ist das für CoinGecko die Top-Börse. Binance, wo sitzt Binance nochmal? Hongkong. In Hongkong, okay. Okay. Coinbase Pro empfehle ich immer den Leuten, wenn sie anfangen, gerade mit Krypto Coinbase Pro zu benutzen, weil Coinbase selber ziemlich hohe Gebühren nimmt. Coinbase Pro ist im Prinzip die richtige Börse von Coinbase. Wobei aber Coinbase selber einfacher zu bedienen ist.
Das stimmt, aber Bei kleinen Beträgen ist es irrelevant, ob da würde ich lieber sagen, einfach bedienen, kannst du einfach kaufen. Ja, sagen wir mal relativ einfach, musst halt wissen, wo du hinklickst, ist auch nicht so einfach. Als man jetzt aber hohe Beträge kauft, Dann, trotzdem, ja. also wobei, Entschuldigung, jetzt bin ich auf meine Leertaste gekommen, Wobei ich aber hohe dann nach wie vor Beträge. Bitcoin.de empfehle und nicht Und eine das auch. amerikanische oder englische, also eine Ja. angelsächsische empfehle ich ungern. Gehen wir Ja. weiter nach unten. Was haben wir da noch Schönes an Börsen? Bitfinex haben wir noch, FTX, eine ganz große Börse, gerade ganz stark am Kommen. Der Besitzer davon hat es jetzt letztens in die Forbes 30 Under 30 Liste geschafft. Also ein ziemliches Brain dahinter. Bittrex. Also Und auch ein dann paar geht's bekannte schon. Namen sehe ich. KuCoin, Gate.io. Gate.io ist Nein. aber auch so eine komische Genau. Börse. Die rechnen nur mit, glaube ich, 5 Stellen nach dem Komma. Also finde ich ein Okay. bisschen abgefahren, sowas. Ja, Changely. Okay, BitTrue. Ja, Changely hier war unten wird da. es. Changely war hier, genau, auf Platz 19. Ja, Changely Pro ist ja mit Nutzeridentifikation deswegen Ah. schon okay bei zentralen Börsen das aufzuführen, ja. Ja. Gucken wir noch mal ganz kurz in die dezentralen Börsen. Vielleicht finden wir da Ja. ja das One-Inch. Wobei 1 Inch ja eine Meta-DEX Ja. ist und die Frage ist, ob die dort listen, ne? Das stimmt. Das kann sein, dass sie die gar nicht listen, deswegen haben wir sie auch nicht in den anderen Listen mit dabei. Ja. Aber hier ganz kurz das 24-Stunden-Handelsvolumen sind wir bei ungefähr 6 Milliarden Dollar. Nur mal, 6 Milliarden Euro. Nur mal kurz merken, die Zahl für später. Vielleicht wird die nochmal interessant. Haben wir hier MDEX, aber die kenne ich gar nicht. Die höre ich jetzt das erste Mal. Wer weiß, was das für eine Börse ist. Hier haben sie aber schon keinen Trust-Score mehr. Also hier wird einfach nur noch sortiert nach dem 24-Stunden-Volumen. Was ist das für eine Börse? Noch nie gehört. Uniswap haben wir ja schon mal gehört. Uniswap V3, angeblich Ende März, habe ich vorhin gehört. Mal gucken. Mit Optimistic Rollups. Das wird spannend. Also, wenn das kommen sollte, dann können sich die Ethereum-Killer-Chains wie Tron und EOS und wie sie alle heißen, können sich warm anziehen. Ach ne, die kopieren das dann wieder. Naja, aber bis da, ja, wahrscheinlich. Die machen das, was sie bei Tron am besten können. Richtig. Naja, du Kinder lernen ja auch durch Imitation. Am Anfang kopierst du, irgendwann verstehst du es und dann entwickelst du es weiter und wirst besser als dein Lehrer. So, Bleibt machen wir abzuwarten. weiter. Genau. Balance Adjust Swap haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist Auch wieder ja. so eine Tron-Blockchain, ne? Na, das ist genau, das ist die Tron-Dex, eine direkte Kopie von Sushi-Swap, von Uniswap. Da unten Sushi-Swap ist schon haben eine wir Kopie ETH von. Land, jetzt Aave. Genau. Da sind wir auch mit dabei, das mal in einem Podcast vorzustellen. Ich hoffe, dass wir den Stani mal Ja, der rankriegen. Ralf ist dran. Sehr gut, sehr gut. Dodo hat ein witzig, nur, hat, aber ich schweife schon wieder ab. Das sind alles Automated Market Maker Protokolle, die haben einen proaktiven Market Maker. Das sind alles Begriffe, die könnt ihr gerne mal googeln. Oder wir erklären sie irgendwann mal. Ist aber schwierig. Die gehen das anders an. Gut, machen wir weiter. Genau. Machen wir weiter, wir gehen wieder hoch. Wir waren jetzt bei Börsen. Jetzt haben sie DeFi und NFT. Sind die Buzzwords Tor, haben sie sich natürlich nicht nehmen lassen, bei CoinGecko die ganz oben mit auf die Seite zu stellen. Ich gehe mal ganz kurz auf DeFi drauf. Wir gucken mal, was sich dahinter versteckt. Decentralized Finance, DeFi.jetzt. Wie könnte es anders sein? Top 100 Währung der dezentralisierten Finanzen nach Marktkapitalisierung. Wir haben also hier die Marktkapitalisierung von DeFi-Token generell bei, jetzt muss ich wieder aufpassen, das sind Millionen, 76 Milliarden Dollar, Euro. Ich rechne immer in Dollar, Euro. Und die F-Marktkapitalisierung haben wir 176 Milliarden. Das heißt also, das DeFi zu F-Ratio sind wir bei 43%. Das sind alles Zahlen, die sind einfach mal aufgeschrieben, wem die wirklich nützen. Es zeigt einfach, DeFi ist der treibende Faktor hinter Ethereum, würde ich jetzt sagen, mit diesen 43,4%. Und die DeFi-Dominanz haben wir 5% gegenüber der gesamten globalen Marktkapitalisierung. Und Uniswap hat eine Dominanz von 17,5. Auch gut zu wissen. Und hier sehen wir noch, wie sich sozusagen die Marktkapitalisierung aller DeFi-Münzen entwickelt haben. Wir haben hier, gehen mal hier auf Max. Ah, das ist
eine schöne Kurve. Das sehe ich gerne. Na, also letztes Jahr, das war der sogenannte DeFi Summer, der letztes Jahr stattgefunden hat. Da sehen wir, wo war jetzt der Höchstkurs? Hier am 1. September 2020 21 Milliarden Euro. Und jetzt sind wir ja, wie wir es schon vorhin geguckt haben, hier oben bei 76 Milliarden. Übrigens, so ähnlich sieht auch die Geldmengenerweiterung beim US-Dollar aus, ne? Ja, ist ganz, ganz komisch. Allerdings ganz hat die nicht so einen Rückschlag da nach unten, sondern die geht halt senkrecht gerade nach oben. Ja, da wissen wir auch, und dieser Anstieg war 1929, wo du da jetzt rumgemacht hast, bis zu dem ersten Höchstwert. Und naja. Ja. Ein Schelm, der genau. Böses dabei denkt. Machen wir weiter. So ist es. Also, wir waren bei DeFi. Bei DeFi. Und jetzt gucken wir noch NFT, das hast du ja vorhin schon angesprochen, Non-Fungible Tokens, nicht fungible Token. Das heißt meines Wissens eigentlich, dass die nicht alle das gleiche kosten. Weil fungible Währung war ja, ein Euro ist ein Euro. Und eine Währungseinheit hat genauso viel Wert wie eine andere. Und bei nicht fungible heißt, jede Währungseinheit hat eigentlich, oder jede Geldeinheit hat einen eigenen Wert. Ja, das ist auf jeden Fall das große Ding. NFTs ist jetzt der neue Treiber des Marktes. Jeder versucht, Kunst mit NFTs zu verkaufen. Die Kings of Leon bringen ein Album auf NFT-Basis raus. Elon Musk hat gestern getwittert, er hat ein Lied über NFTs als NFT verkaufen. Es gibt schon einen Bieter für 1,2 Millionen. Also hier kriegt man auf der Seite sozusagen Kryptowährung NFTs angezeigt. Hier sind die Top 100 NFT-Coins. Das sind jetzt natürlich nicht die einzelnen NFTs, weil NFTs sind ja ein Token für sich, die irgendwas darstellen. Hier geht es meiner Meinung nach um die Token-Plattform, die NFTs an, bei denen man NFTs kaufen kann, beziehungsweise mit denen man NFTs herstellen kann. Fängt an hier mit dem Engine Coin, Decentraland, ist auch ein ganz witziges Konzept, die gibt es auch schon länger, aber die kriegen jetzt gerade ganz, ganz großen Hype. Da kann man sich Land kaufen auf der Ethereum-Blockchain. Wer sowas wie Second Life irgendwann mal gehört hat, das gab es vor 10 Jahren, die versuchen sowas aufzubauen sozusagen auf der Ethereum-Blockchain. Flow kenne ich nicht, Sand auch noch mal gehört, Wax. Das sind verschiedenste Token hier. Wer sich dafür interessiert, guckt mal rein. Rarible ist eine Plattform, die kenne ich nun wieder. Da kann man sich solche NFTs kaufen. Zum Beispiel Ethereum-Blockchain. Genau, das sind sozusagen der Bereich NFT. Bleibt da dran. Guckt euch das mal an. Gut, das ist aber nicht ein Crypto-Kitty, was da oben ist. Das ist irgendwas anderes. Naja. Genau, das ist der NFT des Tages von heute. Der Angel, es wurde also für $130.000 verkauft. Mhm. Es gibt, der hier heißt also Angel, dieser NFT. Mhm. Es ist einer von 19 mit 3 mystischen Qualitäten. Also wer früher in der Schule mal mit oder in seiner Kindheit oder auch Jugend mit Sammelkarten gespielt hat, der findet sich in diesem NFT-Bereich auf jeden Fall gut wieder. Das ist der treibende Faktor, auch gerade wieder Sammelkarten und Kunst von bekannten und unbekannten Künstlern. Ist für kleine Künstler vor allen Dingen eine gute Art und Weise, sich selbst die Kunst einfach zu verkaufen. Man kann als kleiner Künstler. Ich denke mal, dass das momentan so ist, aber langfristig wahrscheinlich sich ein bisschen andere Richtung bewegen wird. Es wird auf jeden Fall vom Preis abkühlen, meiner Meinung nach. Mhm. Oh, 999. Und Portfolios, wenn ich die Sachen jetzt, wenn ich ja ein paar Sachen gekauft habe, will ich die ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen tracken, also verfolgen im Preis. Genau, da muss man sich vorher den besagten Account anlegen und dann kann man sich hier mit Klick auf Portfolio sein Portfolio anlegen. Wenn man sein Portfolio verfolgen möchte über CoinGecko, macht man das, indem man sozusagen hier die neue Währung hinzufügt. Dann können wir mal suchen, meine Lieblingswährung. Meine Lieblingswährung ist natürlich Ethereum. Und dann füge ich das hinzu und aber kann ich das auch ändern? Eine Transaktion hinzufügen, genau. Kann ich auch sagen, ich habe Ethereum gekauft, irgendwann mal für 150 Euro zum Beispiel, und ich habe da vielleicht mal 5 Ethereum gekauft, habe also 750 Euro damals mal ausgegeben. Und wann war das? Das war natürlich irgendwann letztes Jahr.
2020, geben wir hier einfach mal 2020 ein. Und dann geben wir also zum Token-Tracking oder Portfolio-Tracking, ich würde jetzt in mein Portfolio aufnehmen, 150 Euro Ethereum am Tag, hat es gar nicht genommen. Ich ändere nochmal das Jahr auf 2020, 17. März. 2020. Du musst noch Submit machen. Genau, aber jetzt hat es das wenigstens genommen. 5 Ethereum für 150 Euro, 57 habe ich ausgegeben an dem und dem Tag. Ich sage Submit, also ich steige das in mein Portfolio, nehme ich das auf. Und dann sagt mir CoinGecko, dass meine 750 Euro, die ich damals ausgegeben habe, hätte ich gerne. Ich hätte gerne, man weiß immer erst hinterher, dass man kaufen muss, dass das jetzt sozusagen mein Portfolio hier 7.500 Euro ist. Es zeigt mir noch eine 24-Stunden-Portfolioänderung an und einen Gesamtprofit oder Verlust. Hier in dem Falle auf dieser fiktiven Rechnung jetzt 6.900. Hier unten sehen wir nochmal, sind meine Holdings, also wie viel habe ich, 5 Ethereum, hier nochmal die Veränderung. Man kann allerdings, das ist jetzt zum Beispiel ein Portfolio, man kann auch mehrere Portfolios hinzufügen. Also wenn man jetzt zum Beispiel für seine Familie was kauft oder für Freunde oder wenn man selber verschiedene Portfolios halten möchte, hier hat man die Möglichkeit, sich Portfolios nach Belieben anzulegen und die dann über die Seite jeweils zu tracken. Das hatte ich ja im Bitcoin-Testament auch vorgeschlagen, dass man verschiedene Portfolios hat nach Hot Wallet, Warm Wallet, Cold Wallet und Valhalla Assets. Ja. Und hier kann man auch Kommentare hinterlegen, hattest du glaube auch, hat mir jetzt nicht gezeigt. Und in jedem Portfolio kann ich ja viele verschiedene Währungen, kann auch die... Gebühren, Notes. Gebühren und Anmerkungen. Kann man also noch hinzufügen. Genau, haben wir das Portfolio jetzt auch. Dann können wir nochmal hier zu den nächsten Reitern. Es gibt also Neuigkeiten. Der Reiter Neuigkeiten. Lass uns mal die Tools machen, bevor die Neuigkeiten kommen. Klar, dann machen wir mal die Tools. Hier hat CoinGecko so ein bisschen ein paar Tools. Das Bitcoin-Halving kennen wir schon. Die haben natürlich auch eine mobile App, die Damen und Herren von CoinGecko. Die kann man sich auf sein iPhone oder sein Tablet oder sein Android-Handy runterladen. Und was ich denke, gehe davon aus, dass man verdienen. Gucken wir mal ganz kurz dazu. Verdiene Bitcoin. Ach, das ist. Ich gehe davon aus, dass das sozusagen Apps sind, die dir die Möglichkeit geben, Bitcoin zu staken. Da ich sowas nicht benutze, habe ich mir das noch gar nicht richtig angeschaut. Mhm. Rendite auf den Plattformen Nexo ist, glaube ich, eine Wallet. Okay, dann mach mal oben vergleichen. Gab es ja noch als Menüpunkt. Tools. Ja. Es lädt gerade ein bisschen. Wohin geht denn das? Na gut, Vorführeffekt. Ja. Dann lass uns mal jetzt... Wichtig, hier interessant, ganz kurz noch, öffentlich gehandelte Firmen, die Bitcoin in ihre Bilanz aufgenommen haben, ist ja, das würde ich noch ganz kurz mal zeigen, ist ja in aller Munde gewesen, Tesla hat Bitcoin gekauft, aber dass vorher schon MicroStrategy ganz stark seine Bitcoin-Besitzer aufgestockt hat und der CEO, der Herr Michael Saylor von MicroStrategy, über Twitter Mitte Dezember dem Herrn Elon Musk im Prinzip getwittert hat, dass er für Tesla auch Bitcoins kaufen kann und der Elon Musk ganze 20 Tage gebraucht hat, um das auch durchzusetzen, das wissen die wenigsten. Also hier MicroStrategy, der Marktführer, was das angeht, die haben sich zuerst Bitcoin gekauft und man sieht hier, sie haben sich 91.000 Bitcoin gekauft. Hier für die Leute, die aus dem Aktienmarkt kommen, wenn man sich nicht unbedingt Bitcoin kaufen will, kann man auch sich auch MicroStrategy und hat damit auch ein bisschen Einstieg in Bitcoin. Ja gut, aber Tesla musste ja erstmal warten, dass es die Fördergelder kriegt, hat ja 3,9 Milliarden Euro Fördergeld bekommen und hat dann 1,5 in Bitcoin gebunkert. Aber kein schlechtes Geschäft, denn sie haben für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft und die Holdings sind jetzt schon 2,5 Milliarden.
Hier, der Herr Saylor hat es noch besser gemacht, 2,2 Milliarden Bitcoin gekauft, 5,2 Milliarden hat das jetzt wert. Man weiß natürlich, ich weiß nicht, wie schnell die sagen müssen, werden sie es verkaufen und wie sie es verkaufen, aber ich denke nicht, dass die das hier kaufen, zu traden. Hier noch eine asiatische, es funktioniert, passiert natürlich nicht nur in den US, sondern auch in Asien, die haben die Blick auf Bitcoin gehalten und holen sich auch da in ihre Bilanzen den Bitcoin rein. Ich gehe noch mal ganz kurz hier bei Tools. Das MyTool ist nämlich auch die einzige Tools-Firma, die Ethereum haben. Das MyTool ist auch die einzige Firma, die bisher es öffentlich gelegt hat, dass sie auch Ethereum gekauft haben. Auch das hat sich für sie ausgezahlt bisher. Also interessanter Tracker, wusste ich, bis ich mich hier damit beschäftigt habe, für das Video auch noch nicht. Auf jeden Fall eine Liste, die wahrscheinlich wachsen wird in meinen Augen, Thor. Ja, denke ich auch. Und ich finde, das ist eine sehr gute Liste. Ja. Womit man natürlich dann beim nächsten Punkt sind, News, Reports, Newsletter. Ja, genau. News, hier richtig, deutsches Wort, Neuigkeiten. Neuigkeiten, genau. Wir gehen aus dem Angelsächsischen raus. Hier eine sozusagen unter Neuigkeiten. Die neuesten Nachrichten, die hier schön wie bei N24, der Ticker. Die neuesten Nachrichten im Kryptobereich, Coinbase registriert 140. Coinbase macht ja zurzeit eine IPO. Wusstest du das, Thor? Die Coinbase, haben wir ja vorhin schon gesehen, eine amerikanische Firma, die möchte an die amerikanische Börse. Und die bereiten das gerade vor seit Anfang des Jahres. Also die haben da ordentlich sozusagen, wie sagt man da, Bedarf. Also die Leute wollen Coinbase-Aktien haben. Ja, schau mal die nächste an. eToro ist ja auch so eine Plattform. Ach, schau. eToro möchte das auch machen. Die ist schon. Bewertung steigt auf über 10 Milliarden. Aber eToro, das ist ja generell eine Aktienfirma. Coinbase ist die erste Kryptobörse, die sozusagen öffentlich getradet wird. Ja, die rein Kryptobörse. Richtig. eToro macht ja noch andere Geschäfte. Genau. Scroll mal nach unten. Ich glaube, wir hatten da noch irgendwie Filecoin, Chainlink und Basic Attention Token nun bei Grayscale. Ich wusste gar nicht, dass es Filecoin noch gibt, aber naja, gut. Wusste ich auch nicht. Aber ja, Grayscale ist ein großer Investor in dem Gebiet. Ich kenne Filecoin, aber dass die Blockchain noch irgendwo jemand groß nutzt. Und kaufen mehr Bitcoin als Institutionen. Genau. Das hier ist natürlich wieder sowas. SafeMoon könnte in die Fußstapfen von Dogecoin treten. Also sprich, aggregiert über die verschiedenen vier BTC Echo, Cointelegraph, nochmal BTC Echo, sozusagen aggregiert über diese beiden Seiten. Jetzt sehe ich gar nicht andere Seiten noch. BTC Echo wieder, BTC Echo. BTC Echo scheint die Lieblingsseite von CoinGecko zu sein, zumindest wenn BTC Echo oder Cointelegraph oder andere Seiten, die hier vielleicht noch mit angeschlossen sind. Ich denke mal, es hängt doch ein bisschen mehr davon ab, wie RSS-Feeds ausstreuen. Ja. Gibt ja noch Bein-Krypto, oder die nennen sich ja mal Be-In-Krypto, aber ich sage immer Bein-Krypto. Und es gibt noch Crypto-Monday und noch ein paar andere. Aber es ist immer die Frage, wie regelmäßig die mit Infos quasi rauskommen. So, also interessant, Neuigkeiten hatten wir. Reports, genau. Newsletter. Du hast da noch mehr Menüpunkte bei Neuigkeiten. Da genau Neuigkeiten. Wir haben hier noch ein CoinGecko Beam. Da können sich die einzelnen Coin-Teams sozusagen, die Teams, die die Coins rausgeben, registrieren. Und wenn sie irgendwelche Updates haben, die nur ihr Projekt betrifft, können sie das sozusagen direkt hier in Coinbase Beam reinschieben. Also nicht Coin-Teams, sondern Krypto-Teams. Weil die Krypto-Teams, bezieht sich ja hauptsächlich auf Token. Die haben ja noch ein bisschen Kommunikationsbedarf und die... Ich denke mal, die Kryptowährung oder Blockchain-Entwickler, die müssen ja nicht ständig da mit Neuigkeiten um die Ecke kommen. Ja. Hier sehen wir, Smart Cash gibt News raus, Digibyte gibt News raus. Also sprich, es ist im Prinzip wie ein Werbeportal oder ein kleines Nachrichtenportal für die Teams, um direkt ein Publikum zu bekommen. Sagen wir mal lieber Presseportal. Ein Presseportal, sehr gut. Dort Pressemeldungen publizieren. Oder in dem Fall, wie es aussieht, wenn die Twitter zitieren, dann sind es halt Tweets, ja. Ja, wir gucken noch, die haben natürlich auch einen Podcast. Bleiben wir nochmal bei Podcast, also die machen auch einen Podcast, aber wahrscheinlich machen auch einen Podcast. Aha,
die haben auch Podcasts und die haben auch ihre Gäste da. Also wer das einsteigen möchte, hier für Badger, auch ganz interessant. Ich komme langsam nicht mehr hinterher mit den ganzen Podcasts, die man hören kann. Neben dem jetzt auch noch DeFi jetzt, da bin ich froh, dass ich hier mitmache, da kann ich das wenigstens verfolgen. Sucht euch eure Lieblingspodcasts. Es gibt immer was zu lernen, was Krypto angeht. Natürlich als erster Podcast natürlich. Ja. Wo ist es hier? Da hier, DeFi jetzt natürlich. So, gehen wir wieder zurück. Super Mario. Ja, und dem Super Tor natürlich. Wir hatten Neuigkeiten, wir hatten Tools. Wir gehen nochmal ganz kurz zu Berichte, zu Ressourcen. Na, das ist doch unser nächster Punkt. Ja, das ist gut. Ich hatte ja den Punkt aufgeschrieben, Neuigkeiten, Reports, Newsletter. Und ich denke mal bei Ressourcen, genau, da haben Ressourcen wir ja Berichte. Haben wir ja. Also erstmal hier für Programmierer, wenn man irgendeine App programmieren möchte, hier mit APIs, die bieten sozusagen Preis-APIs an. Die bringen aber auch CoinGecko interessanterweise Berichte raus. Krypto-Berichte sozusagen. Und da gucken wir mal ganz, ganz, ganz kurz überflogen in 2020 den Jahresbericht. Den Jahresbericht von CoinGecko rausgegeben, natürlich gesponsert hier von eToro wieder. Gucken wir mal ganz kurz rein auf Englisch. Die gibt es auch noch in verschiedenen Sprachen. Deutsch leider nicht, aber Englisch gucken wir mal ganz kurz. Gehen wir mal drauf. Sehen wir hier den CoinGecko Jahresreport. Jetzt habe ich hier natürlich. Ja, scroll mal langsam runter. Ja. Wir hatten uns ja verständigt, dass wir da mal so die Überschriften durchfliegen. Geh mal auf die Seiten mit den Überschriften, scroll mal langsam durch. Ja, wir haben also hier sozusagen auf Seite 4 den Market Landscape, also die Marktübersicht, genau. Ja, genau. Bitcoin-Analysen haben wir, DeFi-Analyse. Wir haben eine DeFi-Analyse und wir haben nochmal eine Börsenanalyse sozusagen. So, wir wollten wir uns gucken mal ganz so kurz DeFi, in die DeFi-Analyse. Genau, so eine DeFi- oder DeFi-Analyse angucken. Gehen wir mal das da. Das sind natürlich jetzt alte Zahlen, ne? Das wissen wir ja. Mhm. Seitdem ist es, wir haben es ja vorhin gesehen, von hier aus ging es schon noch mal ein Stück nach oben. Wir haben also die Dominanz, die haben wir vorhin gesehen, wenn ich mich recht entsinne, ist die wieder bei 5%, haben wir vorhin gesehen, die DeFi-Dominanz gegenüber dem gesamten globalen Market Cap. Mhm. Und auch das DeFi-Market Cap ist ja mittlerweile schon ein bisschen gestiegen. Das sind jetzt natürlich Zahlen hier vom Januar 21. Ich gehe mal davon aus, dass die auch einen Quartalsbericht wieder rausbringen. Der wird dann Ende des Monats oder Mitte nächsten Monats vielleicht rauskommen. Da können wir uns den auch nochmal genau und gemeinsam angucken, Tor. Also dann sieht man natürlich, dass die Dominanz zurückgegangen ist, aber trotzdem die Marktkapitalisierung gestiegen ist, weil halt die Kryptowährungen, die anderen stark im Preis gestiegen sind, allen voran natürlich. Der Bitcoin hier, genau. Ja, von damals auch. Von 20 hier auf 30, 40, 50, das ist, war ja verrückt im Januar. Genau, auf Seite 19 gehen wir mal ganz kurz vor, das überspringen wir hier. Wir sind hier auf Seite 19 nochmal. Wir haben ja in den ersten Podcasts schon über das DeFi-Ökosystem gesprochen. Hier nur nochmal ganz kurz unterteilt, natürlich die größten von 2020, Infrastruktur-Token haben wir hier drei, die sie uns aufzeigen. Also es ist eigentlich einfach nochmal ein Rückblick ins Jahr. Uniswap kennen wir alle. Curve hatte ich, glaube ich, auch mal erzählt. Und OneInch, hier haben wir unser OneInch. Hat es auch mit in die Top 3 Decentralized Exchanges. Hier hat es das dann geschafft. Warum sie das dann allerdings dann vorne nicht anzeigen, da müssen wir mal den Sergey fragen. Genau. Wahrscheinlich hat er noch nichts bezahlt. wahrscheinlich. Oder ist nicht nachgekommen. Haben wir auch wieder Eve auf der rechten Seite. Genau, hier haben wir auch wieder Eve. Da laden wir auch nochmal jemanden ein, um mit denen das nochmal ein bisschen näher zu beleuchten. Genau. Gehen wir weiter. Wir hatten ja noch Seite 33 haben wir gesagt. Gucken wir uns noch an. Genau. Und Seite 32. Hier nochmal die Top 9 sozusagen das Trading-Volumen aller zentralen und dezentralen Börsen. Ist sozusagen 2020 um 403 Milliarden Dollar gestiegen. Also wie ich schon gesagt habe, der DeFi-Sommer sieht man hier auch nochmal ganz stark grün oder heller orange dargestellt, die zentralen Börsen, heller hier dargestellt, die dezentralen Börsen. Hier im Juli ging es dann los. Juli, es wurde warm, die Leute wollten dezentral handeln und hier hat sich das sozusagen entwickelt.
auf 13 Milliarden, 31 Milliarden. Und dann ist es wieder ein bisschen gefallen. Und wenn ich mich, wer vorhin sich das 24-Stunden-Volumen aller dezentralen Börsen gemerkt hat, Thor, hast du es dir gemerkt? Wir waren bei 5 Milliarden. Ja, 5 Milliarden habe ich in Erinnerung, ist richtig, ja. 5 bis 6 Milliarden, wenn ich mich recht entsinne, haben wir hier heute gehabt, in den letzten 24 Stunden. Mhm. Im Dezember hat man das im gesamten Dezember 30. Sozusagen machen wir also das eine Volumen, Woche. Was man eine Woche bildet man jetzt schon ab. Also sprich, es ist verrückt. Der Dezentrale, die ist auch ein bisschen zurückgegangen wegen der hohen Gaskosten bei Ethereum. Aber wie gesagt, die Entwickler schlafen nicht, die überlegen sich was. Was sind Gaskosten? Erklär das nochmal für die. Das sind so dann die Transaktionsgebühren auf Ethereum, die man bezahlen muss, um Codezeilen in einem Smart Contract ausführen zu dürfen. Und Trading-Volumen also pro Code. Genau, und Trading-Volumen ist das Handelsvolumen für die jetzt mit Anglizismen nicht so super vertraut sind. Ich bewege mich, entschuldige, ich gelobe Besserung. Ja, du bist schon recht gut geworden. Hier haben wir nochmal die Seite 33, nochmal den Vergleich aller zentralen Börsen. Wir sehen also, Binance legt zu, OKX nimmt ab und generell wird es einfach für die zentralen Börsen, je besser die dezentralen Börsen skalieren, desto enger wird es für die zentralen Börsen. Und es, aber die Volumen steigen halt noch, weil natürlich die Preise stark gestiegen sind. Ne? Die Preise sind ja meistens immer in Dollar und nicht jetzt, sagen wir mal, in einer Kryptowährung umgerechnet. Deswegen kann das natürlich auch ein bisschen verfälschen, weil Bitcoin, Ethereum-Preise und alle anderen natürlich ziemlich nach oben gegangen sind. Ja, genau, sozusagen. Eigentlich müssten wir die Transaktionen vergleichen, aber ich denke mal, das ist nicht so ohne weiteres machbar, weil die Börsen die Daten nicht rausgeben. Ja, ja. Aber hier sieht man zumindest das Who da Who der zentralen Börsen. So ist es, so ist es. Hm. Da sind sie alle da, Huobi, Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bitstamp, Gate und Gemini. Das Gemini ist, glaube ich, von den Winklevoss-Brüdern, ne, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ja. Ja. Die sind auch immer, wenn es ums Geld geht, sind die dabei. Wir gucken noch die dezentralen Börsen nochmal an. Also Uniswap ist und bleibt der Marktführer der dezentralen Börsen. Das ist, die haben da das mit die meisten Leute mit dahinter und die haben auch einfach, die gibt es schon ewig lange. Das hat halt nur keiner benutzt bisher. Aber haben wir hier also Uniswap, Kyber, DYDX, Curve, Balancer, One Inch haben wir hier wieder, ist beliebt. Denn je mehr, das müssen wir mal sagen, je mehr dezentrale Börsen es gibt, wir haben vorhin ja bei den zentralen Börsen schon gesehen, wie die Preise der einzelnen Tokens und der einzelnen Assets voneinander abweichen über die Börsen. Das ist natürlich bei den dezentralen Börsen auch so. Und wenn man sich sicher sein möchte, dass man den besten Preis für seinen dezentralen Kauf und Verkauf bekommt, dann sollte man natürlich sowas wie One Inch benutzen als Meta-Dex beziehungsweise Dex-Aggregator, denn die suchen einem immer den besten Preis über diese ganzen dezentralen Börsen raus. Also empfehle ich, wenn man das machen möchte und dezentral ein bisschen spielen möchte, One Inch können wir gut empfehlen. Ja, können wir sowieso empfehlen, weil wir Sergei gut kennen. Ich genau. Besonders, du ja noch nicht. Ich noch nicht, aber ich bin gespannt. Ja, genau. Ist schon. Und wir können ja mit Sergei dann auch ein bisschen was besprechen, was er so von Kyber und Uniswap meint. Also ich denke mal, es wird ein recht interessanter Podcast. Genau, so, damit sind wir aber schon durch hier mit dem Bereich. Ja? Wir gehen nochmal wieder genau, zurück. Dann gehen wir mal wieder zurück. Das ist natürlich eine recht gute Angelegenheit, das auch nochmal ein bisschen qualifiziert mit Grafiken Revue passieren zu lassen. Genau. Ist halt was Schönes. Das ist das, was die Leute kennen und was sie lieben, mit bisschen Bildchen, ein bisschen bunt. Ich habe im Studium, wurde mir gesagt, der Ingenieur lernt in Diagrammen. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also von daher ist das schon ganz gut mit den Grafiken. Ja. Allerdings ist natürlich bei solchen Vergleichssachen ist es natürlich besser, da verschiedene Torten zu verwenden. Also wenn ich jetzt die Börsen, also dass ich das Handelsvolumen sehe, dass sich das verändert und dass ich natürlich da auch nochmal die Gewichtung sehe, aber egal. Newsletter war natürlich auch ein Punkt bei mir auf der Liste. Genau. Haben die auch? Wir gucken nochmal in Newsletter rein. Haben die natürlich auch ein CoinGecko und Newsletter. Wenn man nicht schon genug Podcasts hört und schon genug News liest,
und nicht genug eh schon Spam in seinem E-Mail-Postfach hat, kann man sich auch für den Newsletter anmelden. Ich selber habe nicht, weil ich mag das immer nicht. Aber hier wird auf jeden Fall, wenn man nicht so viel Zeit hat, ist so ein Newsletter bestimmt nicht verkehrt. Da schicken sie einem dann die besten und tollsten News nochmal ins eigene E-Mail-Postfach. Ja, also man muss ja dann nicht alles lesen, man kann ja dann ab und zu mal angucken, ja. So ist es. Ja, aber okay, ich gehe mal gleich wieder raus aus dem, ich gehe zurück, haben wir uns das Newsletter auch mal angeschaut. Gibt's also, es gibt alles, was man sich wünscht. Und jetzt guck, ganz alles gibt es nicht, was man sich wünscht. Kostenlose Kryptos gibt es noch nicht. Genau. Also AirDrops. Da sind wir zu spät. Das gab es ganz früher beim Bitcoin mal, kostenlose Bitcoins. Ja, das stimmt, ja. So, Methodik ist dann, steht drin, wie sie den Trust Score berechnen. Aber da das schon wieder zu tief gehen würde, bleibe ich mal hier raus. Hier steht drin, wie sie die Preise für die Assets berechnen, diese Anzeigen. Und das, was ich schon gesagt habe, dieses gewichtete Mittel mit Preis mal Volumen auf der Börse. Ja, wie sie den Trust Score ausrechnen. Wer sich also was CoinGecko im Innersten zusammenhält sozusagen, der guckt mal in Methodik rein. Und Anfrageformular ist meines Wissens das, wenn man sein Coin hier listen möchte oder sein Token, dann geht man hier über Anfrageformular. Das kann aus der Community kommen oder von den eigenen. Auf jeden Fall haben die einen ziemlichen Umfang an Informationen, die erstmal brauchen. Wir haben ja vorhin gesehen, die brauchen den im Umlauf befindlichen, das suchen die sich halt nicht alles selber raus, ne? Das ist ganz klar. Das müssen die Teams dann rausgeben. Wie viele Token wird es geben? Wie viele sind im Umlauf? Gibt es gelockt, also verschlossene Token, die erst nach einer bestimmten Zeit rauskommen? Welche Börsen habt ihr? Was seid ihr eigentlich? Was macht ihr? Die machen ein bisschen, die CoinGecko nimmt euch in dem Sinne ein bisschen die Arbeit ab. Also was bei CoinGecko steht, ist eigentlich meines Wissens auch überprüft von einem ordentlichen Team und von einem ordentlichen Listing-Team sozusagen. Man sollte natürlich trotzdem immer seine eigene, always do your own research, also macht immer eure eigene Nachforschung. Aber was bei CoinGecko steht, das kann man schon, die durchleuchten das schon ein bisschen. Lass uns mal zum Lernen kommen. Da gibt es ja genau. Den Punkt Lernen. Also wie kann ich mich da einarbeiten und Informationen und Wissen aneignen, außer wenn ich jetzt muss und Reports. Genau. Also sprich, wenn man jetzt hier, man hatte ja die Neuigkeiten, die hat man ja, das sind ja Nachrichten einfach nur. Jetzt gibt es hier natürlich auch noch How to Bitcoin, ein Buch und wie man DeFi, wie man DeFi buchen, ist wieder witzig übersetzt, How to DeFi, würde ich sagen. Ja. Also wenn man auch mal was lesen möchte, kann man sich, ich kenne die Bücher selber nicht, ich habe es jetzt auch nur gesehen, für den Einstieg vielleicht gar nicht schlecht, aber... Und CoinGecko Buzz, was ist das, oder Butz? CoinGecko Buzz, da gehen wir mal ganz kurz drauf. Meines, wie ich das beschreiben würde, ist das ein Blog. Das ist der CoinGecko-Blog. Hier kann man sozusagen Analysen, Top-Listen, Guides, jetzt mal, ich verliere schon wieder das deutsche Wort. Führer, genau. Reviews sich angucken. Hier zum Beispiel, wie man den Hype hinter NFTs verstehen kann. Rausgegeben am 16. März, also gestern, von CoinGecko selber. Ich würde sagen, das ist einfach ein Blog. Klick mal drauf, weil Sachen das sind ja, bekommt es ja dann auf einer Webseite, also im HTML-Format. Ja. Also und hier nochmal, CoinGecko Buzz ist ein Platz für Listen, Führer und Einsichten in Bitcoin. Klick mal auf Understanding the Hype Behind. Was ich sagen will, das ist ja eine HTML-Seite und dann kann man natürlich eine entsprechende Erweiterung im Browser installieren und sich das ins Deutsche übersetzen lassen, um es schneller zu lesen, wenn man des Englischen nicht so mächtig ist. Oder ansonsten, man kann sich auch eine PDF-Kopie runterladen. Genau. Aber allerdings bei der Übersetzung ist natürlich manchmal immer ganz lustig, was da. Das stimmt, das sehen wir ja hier auch. Ne? Mm. Das stimmt. Genau, aber also das muss ich mir auch nochmal durchlesen. Ich weiß ja, ich finde das, halt auch interessant, ja. Ich gehe nochmal wieder zurück. Die haben da natürlich auch virtuelle Meetups, dezentralisierte Versicherungen, Yield Farming auf der Binance Smart Chain. Also die Artikel, das wusste ich auch noch nicht, dass es hier sowas gibt. Interessant. Interessant, hier zum Internationalen Frauentag haben sie auch 13 Inspiring Women in Krypto rausgegeben. Drei kannte ich sogar, die anderen waren mir unbekannt.
Ja, können wir uns Aber ja als Geheimtipp für nächstes Jahr aufheben. genau. Also haben wir hier sozusagen das Bass und hier ist das Glossar. Und damit sind wir eigentlich, was das angeht, durch. Hier nochmal Community, wenn man an der CoinGecko Community teilnehmen möchte, hat man alle, jeder hat da seinen eigenen Geschmack, was er gerne benutzt oder auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit CoinGecko. Ja, prima. Dann danke ich dir, Ralf, und wir danken euch, wer bis Mario. zum Schluss durchgehalten hat, und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial-Video wieder. Bis dann. Also, bis dann. Tschüss.